Hamburg, hi. Wunderschönen Abend. Es freut uns sehr, euch alle kennenzulernen. Und immer, wenn wir neue Leute treffen, dann stellen wir gerne so ein paar Smalltalk-Fragen, um uns so ein bisschen kennenzulernen. So ganz klassisches Zeugs, wie zum Beispiel, würdet ihr von euch behaupten, mein Aufklärungsunterricht war richtig gut? Okay, das habe ich so erwartet, weil mein Aufklärungsunterricht war schlimm. Also unser Lehrer war sehr, sehr bemüht, aber hat auch vor allem so Dinge gesagt wie, kein Penis ist so groß. Und dann wollte er so eine Umfrage machen, so zum Bezug Pornografie. Und hat gedacht, oh, ich muss jetzt rausfinden, wer hat überhaupt schon Pornos geguckt? Und ich mache es mit einer anonymen Umfrage. Das hat er aber am Elterntag gemacht. Und bei einem Freund von mir stand die Mutter so hinter ihm und hat ihm zugesehen, wie dieser arme 14-jährige Junge über seinen Pornokonsum schreiben muss. Und er spricht heute immer noch mit seinem Therapeuten einmal im Monat darüber. Ja, und nicht mal mit seiner Mutter. Gut. Ja, und ich denke halt auch immer so, wenn man es nicht gelernt hat, wie soll man es dann können? Und das ist aber auch so ein bisschen anstrengend, weil am Ende muss man alles selber machen. So, ich habe vor ein paar Wochen mit einem Typen geschlafen und danach war ich wirklich so, Junge, jetzt nimmst du mal ein Blatt und einen Stift und jetzt zeichnest du mal eine Klitoris, ne? Und er hat sich wirklich Mühe gegeben. Das zählt ja auch schon. Es hat mehr so ausgesehen wie so eine Giraffe irgendwie. Es war süß. Aber ja, es war vielleicht auch ein bisschen gemein. Und er war auch total überrascht. Aber ich war so, Junge, nur weil du DJ bist, heißt das nicht, dass du gut fingern kannst. Und ich sehe mich da auch so ein bisschen in der Verantwortung, so seinen zukünftigen SexualpartnerInnen gegenüber. Weil so, ich kann nicht weiterempfehlen so. Also ich würde einen Stern. Also würde ich nicht buchen nochmal. Also ja, voll. Genau, deshalb mehr Aufklärung. Herzlich willkommen zu diesem Aufklärungsvideo. In den folgenden Minuten erklären wir dir alles, was du zum Thema Geschlechtsverkehr wissen musst. Denn wir verstehen dich. Du bist jung. Du bist neugierig. Und du fragst dich, warum sich dein Körper gerade so verändert. Kein Problem, wir sind für dich da. Lass uns ganz am Anfang beginnen. Die Anatomie. Der Mann besitzt innere und äußere Geschlechtsorgane. Die äußeren bestehen aus Penis und Hodensack, die inneren aus den Hoden, den Nebenhoden, der Prostata, dem Samenleiter, der Bläschendrüse und der Cowperdrüse. Die Frau hat eine Vagina. Jetzt, wo wir die zentralen Bausteine verstanden haben, folgt der nächste Schritt. Der klassische Paarungsakt. Oh, du bist eine Frau. Und du bist ein Mann. Ich hoffe nur, sie lässt mich ran. Ich nehme nur die Stärksten, deshalb zeige er mir, ob er 100 Liegestützen kann. Ist dies gelungen, folgt der nächste Schritt, die Familie. Auch wenn Sex Spaß machen kann, so soll er doch primär dazu verwendet werden, eine traditionelle Familie zu gründen. Denn die Familie ist das höchste Gut unserer Gesellschaft. Glauben wir, seit wir klein sind. Aber jetzt, wo wir groß sind, glauben wir. You can lick this dick. You can lick this clit. Alles, was wir lernten, war doch Bullshit. Ihr schützt eure Töchter, nennt es Ehre. Aber wehe, wenn ich nachts nach draußen gehe. Nur bei Mann und Frau ist es Ehe. Slutshame, wenn ich auf zwei Männer stehe. Einmal mit einem Mann geschlafen, gleich für immer Sünder. Warum hatte Jesus dann nur männliche Jünger? Sind wir euch zu queer, sorgt ihr euch um eure Kinder. Aber heimlich matcht ihr doch auch Männer auf Tinder. Sexarbeit ist shady, aber ihr seid alles freier. Und ich bin safe selbst schuld, wenn ich leicht bekleidet feier. Der Dude ist hart am Mansplainen, er denkt, er ist Adorno. Ich schwöre, ich bin nicht homophob, ich stehe auf Lesbenporno. Immer Mann und Frau, immer traditionell. Immer ganz genauso, dass nichts aus dem Rahmen fällt. Und immer für die Kinder, immer ohne Kondom. Bedingungslose Liebe, aber was, es ist kein Sohn? Alles wäre doch so viel gerechter. Doch ihr glaubt, es gäbe nur zwei Geschlechter. Lol, niemand hat uns jemals beigebracht, wie man all die Sachen richtig macht. Denn traditioneller Aufklärungsunterricht ist wie ein Barkeeper-Kurs beim Blauen Kreuz. Du verstehst danach, wie ein Old Fashioned geht, aber wer erklärt dir Sex on the Beach?
Ah, überall Sand. Es ist so unangenehm. Mia, wo bist du? Da ist etwas an meinem Bein. Sind das Algen oder Achselhaare? Jeremy, warum sind deine Arme so schuppig? Ich glaube, mein Anus hat einen Sonnenbrand. Unangenehm, aber immerhin reden wir darüber. Wir reden über Sex. Wie wir daten und flirten. Wir reden über Sex. Wie wir shaken und squirten. Wir reden über Sex. Wie wir fummeln und ficken. Wir reden über Sex. Was wir wollen, wie wir ticken. Wir reden über Sex. Wie wir schwitzen und reiten, wie wir spritzen und gleiten, wie wir die Boys verleiten, mal Gefühle zu zeigen, wie ich mich an dir reibe, dir zeige, was ich krass like, wie ich krass geile Zeilen in deinen Körper einschreibe. Wie wir stöhnen und schreien, denn bei uns kommen beide. Und ich weiß, dass du jederzeit nein sagst, wenn du's nicht leidest. Du magst, wenn ich dich hype und meinen Körper entkleide. Bin so flüssig wie Seide, richtig schlüpfrig wie Seife. Wie wir poppen und ploppen, mal sind wir feucht und mal trocken, mal völlig sanft, mal am Schocken, mal mit und mal ohne Socken. Mal alle Öffnungen stopfen und mal nur neben dir hocken, mal unrasiert, mal mit Stoppeln, mal einfach nur Porno glotzen, mal einfach nur schamlos genießen. Und manchmal ist halt einfach scheiße. Da kommt halt mal nach 5 Minuten deine Mutter ins Zimmer. Dann kriegst du halt mal nach 30 Minuten Vorspiel keinen hoch. Und dann ist die Badewanne halt zu klein für einen Stellungswechsel. Und dann macht deine Vagina halt mal ein Furzgeräusch. Und dann ist halt mal 10 Sekunden, bevor du kommst, der Akku deines Vibrators leer. Und dann hast du halt mal keine Kondome da und versuchst mit der Frischhaltefolie. Nein. Das sollte man wirklich nicht tun. Denn Sex ist Berührung und nur selten reibungslos. Doch solange wir nicht von Konsens und Sehnsüchten sprechen, solange ein Staat nur die Männer schützt, solange kann es uns doch nicht glücken, einvernehmlich zu ficken. Deshalb seht diesen Text als Gleitgel für die Schamlosigkeit, für die Gleichheit und die Euphorie. Denn solange wie wir nichts verändern, verbessern sich Sachen doch nie. Wir lassen die Hüllen fallen. Wir legen gemeinsam die Scham beiseite. Deshalb fordern wir euch auf, Hamburg. Gebt uns eure Sexgeräusche. Ein Oh. Ein Ein Jesus. Ein Oh, geil. Wir zählen gemeinsam auf 3 und dann stöhnt ihr, bis wir abwinken. Wer ist mit seinen Eltern da? Das ist für euch. Das ist wichtig, das tut euch gut. Ja, auch den Eltern, ja. Gut, vielleicht hast du bald Geschwister mehr. Okay, Hamburg, seid ihr ready, die Grenzen der Scham zu sprengen und mit uns zu stöhnen? Auf 1, 2, 3. Oh, ja. Oh, ja. Oh, yeah, bitte. Hast du schön fertig gemacht. Dankeschön. Toll. Ich brauche manchmal ein bisschen länger. Ja, das ist okay. In Ordnung. Das ist okay. Denn wir sind nicht gekommen, um zu bleiben. Wir sind gekommen, um zu kommen.